Hallo Leute, wir machen uns hier mal freimütig und so auf dem Weg runter ins Museum, weil wir es uns mit jemandem verscherzen möchten. Ich Und fahre wir also ins sollten. Museum. Ich werde Warren benachrichtigen. Na gut, dann benachrichtigen wir erstmal wollen. Hier spricht Nicole Bonnet vom FBI. William Warren? Ja, was kann ich für Sie tun? Können Sie mir ein paar Minuten Zeit schenken? Wann? In einer halben Stunde im Museum? Sehr gerne. Und noch eine Sache. Kennen Sie den Sammler Branford? Natürlich, er ist mein guter Bekannter. Sehr schön. Helfen Sie mir, ihn zu kontaktieren? Warten Sie einen Augenblick. Miss Bonnet? Ja? Branford ist im Museum und wird auf Sie warten. Danke. Oh, zwei Fliegen mit einer Klappe. Da müssen wir mal dahin. Ja, ne? Ich meine, die hätten jetzt mal, keine Ahnung, mal was Fröhlicheres so hinten rein machen können, wie Sunshine, my lovely Sunshine, you go my happy and close to me. Anstatt hier immer dieses ganze düstere Geblubbel. So, wir melden uns mal an. Ich weiß nicht, was Sie ihnen erzählt haben, aber ich habe nichts damit zu tun. Ja, ich weiß. We have sunshine. Okay. Guten Tag. Danke, dass Sie ein Treffen mit Branford arrangiert haben. Er wartet im Saal nebenan. Bevor ich mich mit ihm treffe, habe ich einige Fragen an Sie. Ich höre. Ich habe festgestellt, dass die Mordwaffe eines dieser Messer ist, die Sie in Ihrer Sammlung haben. Sie haben es also gefunden. Ja, sie wurden für die Ausstellung in Bogotá verpackt. Tatsächlich. Die Messer für das Opferritual. Ja, das klingt nach mehr Das Gerede. ist William Warren, der Direktor des Museums für präkolumbische Kunst. Wie, mehr nicht? Könnten Sie die Truhe mit den Messern für uns aufmachen? Das ist leider nicht möglich. Sie wurden heute früh nach Bogotá geflogen. Das ist schlecht. Wissen Sie, ich war gestern im Lagerraum und habe mir diese Truhen angesehen. Verzeihen Sie bitte, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen das erlaubt hätte. Das ist ein privates Museum. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Nein, ich habe versucht, Sie zu erreichen, aber ohne Erfolg. Ich habe mein Telefon abgeschaltet. Und was haben Sie dort unten gemacht, wenn ich fragen darf? Das ist William Warren, der Direktor des. Ich habe mir erlaubt, die Truhe mit den Messern zu identifizieren, die Sie vergessen haben. Vielleicht haben Sie sich zu viel erlaubt. Und ich habe sie mit einem Röntgengerät durchleuchtet. Dort fehlt ein Messer. Was heißt das? Im Frachtbrief sind zwei ähnliche Messer verzeichnet, aber in der Truhe war nur ein Messer. Nun, ich werde die Papiere überprüfen müssen. Es hat sich noch niemand aus Bogotá gemeldet. Ich danke Ihnen, Miss. Aber andererseits habe ich das Verlangen, meinen Rechtsanwalt zu fragen, ob ich mich nicht bei Ihrem Vorgesetzten beschweren soll. Die Idee mit dem Rechtsanwalt ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wirklich? Ja, denn dieses Messer, das auf geheimnisvolle Weise aus der Truhe verschwunden ist, könnte vielleicht dasselbe Messer sein, mit dem gestern Abend Oh mein Gott, es wurde wieder jemand umgebracht. John Oh Rudolph nein. getötet wurde. John, das ist ein Albtraum. Mädel, ich glaube, sie darf das dir noch gar nicht sagen, weil Ermittlungsgeheimnis und so. Haben Sie ihn gekannt? Wie ist das passiert? Sagen Sie mir, warum Sie gestern Abend Ihr Telefon abgeschaltet haben. Wo waren Sie? Auf einem Konzert der New Yorker Philharmoniker im Lincoln Center. Deswegen habe ich mein Handy abgeschaltet. Sie spielten Rachmaninow und Prokofjew, wenn Sie das interessiert. Kann das jemand bestätigen? Ja, Brentford. Ich danke Ihnen. Wir werden noch darüber sprechen müssen. Die beiden haben sich doch bestimmt abgesprochen. Der wird jetzt auch sagen, dass er bei diesem Ding da war. Brentford wartet auf Sie in der Orangerie. Ja, mein Gott! Relax, Freund. Ah, Brentford ist er hier also.
Miss Bonnet? Ellen Branford. Bill sagte mir... Ja, ich wollte mit Ihnen sprechen. Ich habe gehört, dass Sie ein Musikliebhaber sind. Ich mag klassische Musik. Vor allem Live-Musik. Ich wollte gestern mit meiner Bekannten auf das Konzert im Lincoln Center gehen. Leider habe ich bis spät in die Nacht gearbeitet. Sie hat mir erzählt, dass die Philharmoniker Rimsky-Korsakow vorzüglich gespielt haben. Ja? Sind Sie verheiratet? Nein. Ich weiß nicht, was Ihre Bekannte gemacht hat. Aber mit Sicherheit war sie gestern nicht in der Avery Fisher Hall. Vielleicht sollten Sie Ihren Freund fragen, was er zu dieser Zeit gemacht hat. Ich kann Ihnen versichern, dass dort nichts von Rimsky-Korsakow gespielt wurde. Dafür aber Prokofjew. Herrlich. Fragen Sie Bill, wir waren gemeinsam dort. Aber... Vielleicht war meine Bekannte auf einem anderen Konzert. Wollten Sie mit mir über Musik sprechen? Wir könnten gemeinsam zu einem Konzert von Dvořák gehen. Diesen Samstag? Danke für die Einladung. Eher nicht. Aber ich habe Ihre Telefonnummer. Von Bill? Ich glaube kaum, dass er mir diese Chance so selbstlos überlassen hat. Nein, nicht von Warren. Kannten Sie John Rudolph? Ja. Hat er was angestellt? Er wurde gestern Abend ermordet. Nein. Sagen Sie bitte, dass es ein Missverständnis ist. Ich flehe Sie an. Es tut mir sehr leid. Oh mein Gott. Wird das denn nie enden? Was für ein Albtraum. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Auf einem Wohltätigkeitskonzert vor einem halben Jahr. Sagen Ihnen die folgenden Namen etwas? Fairbanks, Chastham, Haig? Ja. Sie wurden ermordet. Ich habe sie alle gekannt. Haben Sie eine Vermutung, warum sie ermordet wurden? Nur Quero. Verzeihen Sie? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Haben Sie Angst? Ja. Es sterben Leute aus meinem Bekanntenkreis. Ich frage mich, ob ich der Nächste bin. Wenn Sie irgendetwas Verdächtiges beobachten, lassen Sie es mich wissen. Der hat auf einmal auf Spanisch geredet. Was das jetzt nochmal hieß, weiß ich nicht. Noch eine Sache. Dieses Wort, Uaquero, ist das ein Schimpfwort? Welches Wort? Vielleicht Uaquero? Ja, genau. Warum? In gewissem Sinne schon. Es bedeutet Grabräuber. Oh. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Wenn Sie irgendetwas Verdächtiges beobachten, lassen Sie es mich wissen. Okay, mehr nicht? Ich weiß nicht. Wenn Sie irgendetwas... Okay. Was sollten wir nochmal noch hier machen? Wir schließen gleich. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte jetzt. Okay, dann gehen wir mal wieder, ne? Aber ob es uns jetzt weiterbringt, die wird doch mit Sicherheit noch was machen. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nichts. Ah, okay. Es kann auch mal so einfach sein im Museum. Museum? Mhm. Karte mit markiertem Treffpunkt. Ja. Willst du da hin? Nee, da sind wir doch schon. Das heißt, wir müssen hier noch was machen, oder wie? Vielleicht können wir jetzt in den einen Raum da was machen. Wir gucken, ob wir Branford. Das wäre unklug. Wieso? Ach klar. Ich dobe nur. Baron, Chester, Rudnick. Wir gucken mal bei Nick. Der geht bestimmt nicht dran.
Ja, wir probieren das hier mal aus. Die Vasen sind schwerer als... als ich gedacht habe. So, ist da jetzt... eigentlich Dings drinne? Sand drinne? Haben die das rausgenommen? Hm? Wieso war da eben gerade noch was? Ah, das gehört ja so, okay. Okay, sind also alle eh voll gewesen. So. Und jetzt? Was hat das jetzt für einen Sinn? Den Sinn? Verstehe, wer will. Wir sollten wahrscheinlich nur voll machen und dahin tun. Sonst? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Wenn Sie irgendetwas Verdächtiges beobachten, lassen Sie es mich wissen. Was sonst? Ich meine, es ist ja möglich gewesen, rauszugehen. Vielleicht einmal kurz im Lager gucken, ob das wirklich stimmt, was unser Verdächtiger hier gemeint hat. Ob wir nochmal da runtergelassen werden? Es gibt jetzt keine Zeit dafür. Nee? Können wir den Chef anrufen? Ja, dann müssen wir entweder da rein oder da. Aber sonst. Nee, wir können es uns nicht aussuchen. Wir sind hier gerade in einer Situation verloren. Vielleicht ist da hinten noch im Raum irgendetwas. Warum steht er so verdächtig davor? Ja. Wahrscheinlich nicht, ey. Das brauche ich jetzt nicht. Gut, okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bye, bye.